Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video für Transport Fever 2, eine weitere Mod-Vorstellung. Er ist gerade schon durchs Bild gefahren und viele haben lange darauf gewartet. Der Micha 77 hat ihn jetzt endlich veröffentlicht, und zwar den Bombardier Twindex Vario, die Baureihe 445. Und ja, lange daran gebastelt, aber zu Recht. Er hat wirklich viel Arbeit da reingesteckt und er ist wirklich klasse geworden. Mit eigenem Soundpaket. Und ja, wir gehen gleich im Detail darauf ein. 47 verschiedene Kombinationen aus Wagen und Triebwagen hat er mitgeliefert. Assets sind dabei, Fake-Varianten sind dabei. Es ist ordentlich was dabei herausgekommen. Wir lassen ihn noch abfahren, dann springen wir einmal rüber. Dort habe ich die vier verschiedenen Varianten, die hier im Basispaket mitgeliefert wurden, schon einmal aufgestellt, nämlich hier hinten. Fliegen wir einmal hin. Und hier stehen sie auch schon. Wir haben hier einmal die Variante der DB Regio. Dann haben wir hier einmal die Variante der DB Regio Nordost. Nordost, nicht Nordost. Des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg. Dann haben wir hier die Main-Spessart-Express-Variante. Und dann das Ganze hier noch im Nah-SH-Design aus Schleswig-Holstein. Die, ja, mir persönlich ziemlich gut gefällt. Und vorweg, viele haben ja immer gefragt, warum fahren meine Doppelstockwagen nicht aus dem Depot. Ja, das lag oft daran, dass man keine Lok da dran gehangen hat, aber die fahren tatsächlich, das sind ganz normale Triebwagen, Doppelstock-Triebwagen, die fahren auch ohne Lokomotive. Ja, bevor ich jetzt im Detail auf die Fahrzeuge eingehe, zeige ich euch das mal im Depot. Ihr könnt hier nämlich hier auf Triebwagen gehen und dann habt ihr die hier alle. Hier haben wir einmal die Fake-Varianten von allen, dann haben wir hier die generischen Varianten von, also DB Regio. Da haben wir hier einmal die Garnituren hier unten. Ich mache das mal ein kleines Stückchen hier. So. Dann seht ihr, haben wir hier einmal die ganzen Garnituren, steht hier immer dran. Dreier, Vierer, Fünfer und sogar Sechser. Und dann haben wir das Ganze hier aber auch nochmal einzeln. Ne? Mittelwagen, Triebwagen. Ne, hier sind nur die Triebwagen. Dann haben wir das Ganze in Nordost, auch die Garnituren und die Triebköpfe. Dann haben wir das Ganze hier vom Main-Spessart Express, auch in Dreier und Vierer Garnitur. Und Nah-SH. Und nochmal dasselbe, auch als Dreier- und Vierer-Garnitur. Und unter Passagier haben wir dann hier noch einmal die Fake-Varianten. Die sind dann übrigens ohne Sound, ohne Beleuchtung und haben keine Kapazität, besser gesagt eine Kapazität nur von 1. Und hier unten haben wir das Ganze dann auch nochmal zum selber zusammenstellen. Mittelwagen, Triebköpfe und so weiter und so fort. Alles dabei, könnt ihr euch prima selber zusammenstellen. Aber generell finde ich sowas halt immer ganz cool. Das hat er wirklich sehr gut gelöst. Hier halt für die, die sich von mir aus auch 10 Waggons aneinander rein wollen. Und unter den Triebwagen haben wir dann hier die Varianten, die Garnituren. Die könnt ihr dann einfach kaufen. Ne, wenn ihr hier jetzt auf Kaufen geht, ist die Garnitur schon fertig. Könnt ihr einfach so aus dem Depot rausschicken. Oder ihr könnt das Ganze aber auch, wenn wir das mal schnell machen, einmal hier nach vorne, einmal die Maus wechseln, wie so oft. Ich glaube, ich werde es nie lernen. Dann haut ihr euch hier einfach ein paar Mittelwagen dazwischen. So, ich mache jetzt einfach mal nach gut dünken. Und hinten dann noch, das ist ausgeschaltet, hier genau, noch ein Steuerwagen hinten dran. Und dann habt ihr hier eine längere Variante, was dann natürlich nicht realistisch ist, aber ist ja ein Spiel, kann man da sich so zusammenstellen, wie man das gerne haben möchte. So, jetzt gucken wir uns erstmal die Fahrzeuge an und dann zeige ich euch nochmal die Assets. Wir springen hier mal rein. Es sind nämlich auch Kameraperspektiven dabei. Einmal hier vorne aus dem Triebkopf. Dann können wir uns auch reinsetzen, finde ich immer sehr genial. Kann man hier schön aus dem Fenster gucken. Dann haben wir das Ganze nochmal unten.
noch mal oben, noch mal unten. Warum ist hier das? Ach, das ist wahrscheinlich so ein Kinderabteil hier. Auch cool. Ja, und dann haben wir hinten den Steuerwagen. Da ist das Rollo dann auch unten. Was ich auch ziemlich schön finde, so ein kleines Detail. Beleuchtung ist, Wendezugsteuerung ist natürlich auch alles mit drin. Alles vorhanden. Hier dann die Variante der DB Regio. Auch die Beschriftung der Linie sieht man dann hier an der Seite und vorne auch am Zugzielanzeiger. Dann habe ich hier die Variante der VBB, DB Regio Nordost. Das ist das Fahrrad, das ist schon der größte Unterschied. Da habt ihr hier vorne nur so ein kleines Fahrrad drauf und bei der VBB dann hier so ein großes. Hier steht es auch drauf, VBB. Da können wir auch noch mal reinspringen. Auch innen habt ihr die Anzeige. Fliegen gleich auch noch mal durch, wenn ich euch alle Varianten gezeigt habe. Das ist natürlich ganz klar auch hier die ganzen Instrumente und Bedienungen. Das ist schon super. Dann hier den Main Spessart Express. Verfügbar sind die übrigens ab 2017. Ihr könnt aber, wenn ihr die Mod aktiviert, könnt ihr auch einstellen, dass sie ab 1850 aktiviert ist. EMV hier, auch das Logo drauf. Main Spessart Express steht drauf. Echt super. Und dann die Variante von NAH-SH aus Schleswig-Holstein. Wie gesagt, gefällt mir persönlich am allerbesten. Ein klasse Design, was die da in Schleswig-Holstein haben. Hier oben haben wir die erste Klasse. Immer gekennzeichnet durch diesen gelben Balken. Schleswig-Holstein, der echte Norden. Gibt es auch einen falschen Norden? Können wir auch mal durchfliegen. Lokführer passt jetzt nicht so, aber nun gut. Na, ihr seht, das ist auch hier innen drin. Das ist schon mega genial. Hier Hamburg nach Kiel. Wir haben mit Anzeigen hier drin. Hier das Fahrradabteil. Ups. Fliegen wir auch mal oben lang. Wirklich schick geworden. Richtig klasse. Nun gut. Kommen wir noch zu den Assets. Die findet ihr hier unter Assets. Und dann geht ihr hier auf die 77 und dann habt ihr hier auch alles nochmal als Asset. Das snappt auch auf der Schiene an. Könnte ich die Schienenhöhe, Anpassung auf Schienenhöhe, ja, nein. Sieht natürlich ein bisschen Banane aus. Die verschiedenen Bauarten. Dann haben wir hier noch einen Verschub, den ihr einstellen könnt. Ob da eine Innenausstattung drin sein soll oder nicht, könnt ihr auch ohne platzieren, auch nicht schlecht. Das ist in zweierlei Hinsicht natürlich richtig toll. So kann man sich ja einfach so einen Betriebshof basteln und man kann ihn natürlich aber auch in die Abstellung stellen, ohne dass man da richtige Züge hinfahren lassen muss. Man nimmt jetzt einfach hier so, ne? Zack. Und schon hat man den Zug in der Abstellung stehen. Das geht dann ratzefatze. Also wirklich eine Mega-Mod, Mega-Paket, wirklich an alles gedacht. Dann habt ihr hier noch, wie gesagt, die verschiedenen Varianten. Ihr seht das ja hier alles. Könnt ihr noch die Lichter an- und ausmachen, die Türen auf, keine Türen. Okay, könnt ihr noch hier ohne Türen.
ob die Trittstufen ein- oder ausgefahren sein sollen. Das ist der Wahnsinn. Drehgestelle könnt ihr auch ausschalten. Wagenkasten anheben könnt ihr. Ohne Achsen, ohne Drehgestelle, ohne alles. Hebeböcke platzieren. Ne? Habt ihr hier noch Hebeböcke dabei? Gehoben. Wahnsinn. Schaut es euch an. Also, ist schon echt wieder Premium das Ganze. Dann könnt ihr hier auch noch die Achsen einzeln platzieren. Drehgestelle ohne Achsen, nur die Achse. Die Türen. Die Hebeböcke. Könnt ihr hier auch noch frei platzieren, wie ihr möchtet. Könnt ihr natürlich auch in LKW-Wartungshallen oder was weiß ich stellen. Das geht natürlich auch. Gibt es gesenkt und gehoben. Also wirklich mega. Hier könnt ihr noch draufschreiben, Zug wird gereinigt. Auf die Zugzielanzeige. Auch nicht schlecht. Bauen wir mal. Und dann steht da wirklich drauf. Zug wird gereinigt. Also da bleibt kein Wunsch offen. Was haben wir hier noch? Zug endet hier. Betriebsfahrt. Zug muss schlafen. Name des Assets selber beschriften. Sonderzug nach Pankow. Polar Express. Winnie Schläf. Kaffeepäuschen. Was du wolle. Fahre Memphis. Obladen Bänder. Hallo Mädels. Micha 77 war hier. Was ist denn Obladen Bänder? Echt lustig, ist wahrscheinlich so ein Insider. Ja, klasse Teil. Also, Micha, wenn du das siehst, ich habe ja auch, ja, er hatte mir im Forum geschrieben, muss mich da auch so ein bisschen entschuldigen. Er wollte, dass ich das Ganze vielleicht mal vorab teste und vielleicht auch schon ein Video dazu mache. Ja, habe ich leider übersehen, das tut mir leid. War jetzt keine böse Absicht. Und, ja, ich bin zwar oft im Forum, aber ich gucke ganz selten in die Nachrichten. Das war schon öfter, dass mir da jemand geschrieben hat hier bei YouTube. Ich habe dir eine Nachricht im Forum geschrieben. Ja, ist immer blöd. Nehmt einfach meine E-Mail-Adresse auf meiner Kanalseite unter Kanalinfo. Da erreicht ihr mich eigentlich innerhalb von ein, zwei Tagen immer. Okay, ich wünsche euch viel Spaß damit. Wir können vielleicht noch mal eine Runde mitfahren. Das können wir mal machen. Steigen wir mal ein. Jo. Ich wünsche euch eine Menge Spaß mit diesem grandiosen Mod. Gerade auch für den Mitfahrten finde ich das echt klasse gemacht hier. Topspeed sind übrigens 160 km/h. Ich habe ja aber nur Schienen für 140 verlegt. Ist ja jetzt nur, um das Ganze euch mal zu präsentieren. Na, wir können nochmal nach hinten springen. Wie gesagt, auch für Mitfahrten. Die Bäume werden hier nicht weggeschnitten und so. Da gibt es ja auch manchmal Probleme bei Mitfahrten. Wirklich, wirklich, wirklich mega das Ganze. Auch hier im Fahrradabteil können wir hier eine Runde mitfahren. Grandios. Ja, wie gesagt, viel Spaß damit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr euch das runterladet. Gebt bitte dem Micha 77 einen richtig geilen, netten Kommentar, wenn es euch gefällt. Und ihm auch ebenfalls ein Like. Das Ganze ist umsonst und da steckt unfassbar viel monatelange Arbeit drin. Und so ein Like ist dann der Lohn der Arbeit. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.